Ever since I was a little girl, I've wanted to serve a mission. My parents joined The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints when I was 5, and I still admire everything missionaries do. I received my mission call on my 21st birthday, right before the end of my junior year at BYU. To find out where I would be serving for 18 months was definitely one of the most exciting experiences of my life. I have been officially called to serve in the Austria-Vienna mission. Austria is in the heart of Europe and has about 8 million citizens. Of those, only 4,000 are Latter-day Saints. In Austria, the hills are alive with the sound of music, and Edelweiss is not the national anthem, but the national flower. Mozart and many other famous composers were born or lived in Austria. The waltz is an Austrian dance, and Silent Night is an Austrian Christmas carol. My first mission area is Graz, an 800-year-old city 3 hours south of Vienna. Today I met my first companion, Sister Felder. President Smith told me that she is one of the best missionaries in the mission and that she'll teach me everything I need to know. I'm very excited. We already get along really well. Okay, let's pray. I'm kind of scared. I don't know if I have what it takes to be a good missionary. Don't worry, it's really easy. You only have to follow a few simple rules and you'll be fine. Rule number one, we get up early every morning and go jogging. Rule number two, we study hard every day as a companionship so that we're always in tune with the Spirit. Rule number three, we always pray together before we leave the apartment, so we can find the people who are waiting for the gospel. Rule number four, we never miss an opportunity to talk about the gospel and invite people to be baptized. And rule number five, we eat up all the food. Wait, what did you just say? I said we eat up all the food, no leftovers. Sister Felder, you're gonna have to help me out here. What is this? Sülze. It's a mixture of calf's feet and pig's snout and gelatin. You're kidding, right? No. Essen Sie, Schwestern, essen Sie. Da ist noch mehr in der Küche. Sehr schön. Ihr Appetit gefällt mir. Versuchen Sie doch einmal das. Was ist das? Das sind Kutteln. It's beef stomach and intestines. You eat it with potatoes and salad. It's yummy. Stomach? Intestines? Why would anybody want to eat that? Nehmen Sie doch. Ich sehe doch, dass Sie hungrig sind. Ich helfe Ihnen. So, so, da. Gut. Remember, we eat up all the food. Oh, I don't know if I can do this. I thought rule number five would be the easiest. I don't think I ever want to eat again. Don't worry, you want to eat again. Oh. We're on time. Well,
Since we're already here, we can check the doors in the building. Okay. Und deine Mutter. Wir sind Missionarinnen in der Kirche Jesu Christi und würden gerne mit deiner Familie über eine besondere Botschaft sprechen. Meine Mutter schläft gerade. Können Sie bitte morgen wiederkommen? Ja, natürlich, gerne. Wie heißt du denn? Sonja. Dann bis morgen, Sonja. Okay, what did she say? Well, you heard her. Oh, yeah, I heard her, but it was in German. Did she say we can come back? Yeah, that's awesome. Und Joseph Smith sagte mit seinen eigenen Worten, ich sah gerade über meinem Haupt ein Lichtteller aus der Sonne. Das Licht auf mir ruhte, sah ich zwei Gestalten von unbeschreiblicher Helle und Helligkeit über mir in der Luft stehen. Einen von ihnen redete mich an, nannte mich meinen Namen und sagte, dabei auf die andere deuten, dies ist mein geliebter Sohn, Inhira. Very good. I'm impressed. Danke. Wow. It's so beautiful. And there's so much history here. Just think of all the people that have lived here in these houses. And none of them have ever heard of the gospel. Well, we better go to work then. You got it. Okay. All right, it's your turn now. Guten Tag. Ich bin Ihre Schwester Taylor jetzt. Kann ich bitte mit dir eine große Buche teilen? Das ist eine sehr reiche Botschaft für Ihnen. Können Sie lassen? Sonja, schön, dich wiederzusehen. Meine Mutter ist leider nicht da. Die kommt erst, wenn es dunkel ist. Oh, das ist aber schade. Können wir diese Buch mit Ihnen geben? Es ist ein Geschenk. Danke. Sag deiner Mama, dass wir bald wiederkommen, okay? Too bad. I know. Who would let a little girl stay home all by herself? Just, I wish there was something we could do for her. We can always pray for her. You know, I will. I really will. Are you ready for Schwester Schatz? Sure. All right, let's go. Ready?
That was so good. Wie kann es einen liebenden Gott geben? Bei all dem Unglück auf dieser Welt? Ich verstehe das nicht. All die Kriege, die Menschen, die verhungern, die Kinder, die einfach so sinnlos sterben. Wenn es einen Gott gäbe, warum würde er das zulassen? Ich kann das einfach nicht glauben. Sie treffen wohl nicht viele Leute, die Ihnen zuhören, nicht wahr? Oh, wir treffen immer wieder Menschen, die mehr über Gottes Plan hören möchten. So wie Sie. Sehr schön. Machen Sie nur so weiter. Es gibt heutzutage nicht mehr viele junge Leute wie Sie. Alle sind nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht. So wie mein Sohn. Ich habe es in letzter Zeit wirklich schwer mit ihm. Er hört nicht zu, beschwert sich über alles. Dabei hat es eh so leicht. Ich hatte es viel schwerer, als ich jung war. Das ist die Undankbarkeit einer verwöhnten Generation. Ich weiß einfach nicht mehr, was ich machen soll. Werden Sie dem Beispiel Christi folgen und sich taufen lassen? Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Hier spricht Schwester Felder. Ja? I was just getting started. And what about Sonia? We still have to teach her and her mom. Don't worry. I will take care of him. Do you think I'll have time to see her before I leave? Sure. Dir nur frohe Weihnachten sagen. Ich gehe heute nach Wien. Das ist für dich. Ich hoffe, es wird dich immer an die Liebe von deinem himmlischen Vater erinnern. Vergiss nicht, dass du ganz besonders bist. Danke. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten, Sonja. This is so hard. I know. But Jenna is great. You're gonna love it. What about my new companion? Well, she's nice. Yeah? I'm Sister Taylor. It's really nice to meet you, Sister Keller. Ich bevorzuge es, auf Deutsch zu sprechen. Oh, Entschuldigung, Sie bitte. Ich weiß nicht, dass Sie kann nicht Englisch sprechen. Ich kann gut Englisch, aber wir sind ja nicht in den USA. Wir sind hier, um den Menschen das Evangelium in ihrer eigenen Sprache zu verkünden. Und das ist nun mal Deutsch. Sie müssen Deutsch lernen oder Sie klingen wie ein Vollidiot. Verstanden? Was sagen Sie? Das ist genau, was ich meine. Sie müssen Deutsch lernen. Warten. Bitte warten.
Was denn? Sollen wir mit Leuten sprechen? Was willst du schon wieder? Schwester Felder sagt, dass sie... Es ist mir egal, was Schwester Felder sagt. Wir machen uns hier ganz bestimmt nicht lächerlich. Aber wir sind Missionarinnen. Ich sammle Steine. Was? Ich habe die alle hier in Wien gefunden. Warum wollen Sie sammeln Steine? Können wir gehen joggen im Morgen? Sehe ich so aus, als würde ich morgens joggen gehen? Great. Was war das? Nix. Kannst du diese furchtbare Musik ausmachen? Was? Die Musik, mach sie aus. Ich hab ausgesagt. Oh, aus. Ich habe es. Schwester Keller? Sollen wir mit der weiteren Studierenden machen? Schwester Keller? Hör zu, es ist wahrscheinlich besser, wenn du zuerst Deutsch lernst, damit die Leute wenigstens verstehen können, was du sagst. Was, wenn wir zusammen studieren in Deutsch? Ich kann schon Deutsch. Erika ist sehr am Evangelium interessiert und ist auch schon zweimal zur Kirche gekommen. Aber ihre Eltern haben was dagegen, dass wir sie belehren. Sie kommt jedoch immer nach der Schule hierher, um sich mit ihren Freunden zu treffen. I totally want to go to America one day. You should come and visit. We have a big house. Wow. It's huge. My family would love to have you. You're always welcome. Really? Erika, könntest du diese Schriftstelle vorlesen?
Kehrt um all ihr Enden der Erde und kommt zu mir und lasst euch in meinem Namen taufen, damit ihr durch den Heiligen Geist geheiligt werdet. Was bedeutet diese Schriftstelle für dich? I like it. Geheiligt werden. Sounds beautiful. Erica, will you follow the example of Jesus Christ and be baptized? Was? Was sollte nie tun? Sie wollte mir auf Englisch sprechen. Sie wollte auch, dass wir Eistee mit ihr trinken. Look, ich wusste nicht. Look, I didn't know that I wasn't supposed to ask her if she wanted to be baptized. I thought that's what we do. Du hättest dir merken sollen, was ich dir gesagt habe. Aren't you at least happy? She wants to be baptized. Sie braucht mehr Zeit. Why do you think she needs more time? Is it because I asked her? Is that it? Hör zu. Es ist dir nicht klar, was es bedeutet, sich taufen zu lassen. Yeah. She's been to church before. She's had a few of the lessons. I know that she has felt the Spirit, and she's looking for the truth. She wants to be baptized. You've met her for the first time today. I know her better than you do because I taught her for the last 2 months. And I'm your senior companion, so please stop preaching to me. Okay, alle miteinander an die Arbeit. Dear Heavenly Father, I just don't think I can do this anymore. Please help me. Sie armes Ding. Sie sind ja ganz aufgelöst. Haben Sie den Verstorbenen gut gekannt?
wird schon wieder werden. Es tut mir leid, dass ich Sie gefragt habe, ob Sie sich taufen lassen. I didn't mean to put pressure on you. No, don't worry. I was a bit surprised at first, but then I felt wonderful about being baptized. Erica, next week might be a little early for your baptism. Oh. But, you know, we can continue to meet with you and teach you and help you to be ready. That's great. And when do you think I would be ready? I haven't been teaching you long enough. What do you think, Sister Keller? Ich glaube, wenn du noch ein paar Mal zur Kirche kommst, wirst du bereit sein, Erika. All right. I think she really is ready. Wenn sie bereit ist, würde sie nichts ausmachen, noch ein paar Mal zur Kirche zu kommen. You know, we don't do anything. We don't tract, we don't talk to people in the street, and we don't even baptize the few that want to be baptized. Also gut, weil du ja denkst, dass du immer alles besser weißt, kannst du ab sofort mit wem auch immer du willst sprechen. Guten Tag, wir sind Missionarin von die Kirche Jesu Christi. Entschuldigung Sie bitte, wir sind hier heute zu mitteilen eine besondere Botschaft mit Sie über die Evangelien Jesu. Guten Tag, ich bin glücklich, Sie sind nach Hause. Hier ist Schwester Kelle und ich bin Schwester Taylor aus der Kirche. Bevor Sie schließen die Tür, darf ich fragen Sie nur eure Fragen. Werden Sie bitte hören zu uns? Bitte? Nur für eine Minute.
Hallo, wir sind Missionarinnen von der Kirche Jesu Christi der Heiligen. Ich spreche kein Englisch. Nein, 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 ich spreche Deutsch. Es tut mir leid, ich spreche kein Englisch. Sie ist sonst immer pünktlich. Do you know where Erica is? Sie möchte sich nicht mehr mit euch treffen. Was? She said she doesn't want to meet with you anymore. I told you she wasn't ready. Why do you hate me? Was? What do you mean, was? Don't bust me. You know was. Come on, Sister Taylor. Don't be hysterical. You're such a hypocrite. A hypocrite? You're calling me a hypocrite. What is wrong with you? You don't care what I think, and you don't respect anything I say, and you know everything better. Don't twist things on me. It's you who constantly tells me that I'm an idiot. I can never get your approval on anything. And how did you know Erica wasn't ready to be baptized, huh? And now we lost her. See, you're doing it again. You're blaming me for Erica not showing up, as if it were my fault. Then whose fault is it then? Do you even care about her? Or me? Or anyone? You think you have it all figured out, don't you? I bet you don't even realize how prideful and arrogant you are. And how you constantly act like you're too good to be here. What about you, huh? Why are you here? We don't study, we don't pray, we don't even talk. At least I'm trying. What are you trying? I am trying to be a good missionary. Really? Oh, hi, Elder Miller. Yeah. Oh, yeah, she's right here. That's for you. Hello? No, everything is fine. We're just having a companionship inventory. Oh, okay. All right. So, I stay here? No problem. Thank you. Bye.
pack your bags. You're going to Salzburg for a week to work with Sister Young. Tell her hi for me. Hi, I'm Sister Young. Welcome to Salzburg, best area in the mission. It's really nice to meet you. Sister Keller says hi. Thanks, how is she? She's good. Good, let's go. What do you want to do for the next 7 days? Missionary work. The more the better. All right, let's go then. Oh, okay. Und Gott ist sprechen zu uns durch seinen Propheten, nicht nur in alter Zeit, aber auch heute. Werden Sie mehr lernen? Wir können besuchen Ihre Familie und lernen Sie über den Plan der Wahrheit. Ja, warum nicht? Okay. Danke. Ist das okay? Was haben Sie gesagt? Ich habe gesagt, ja, warum nicht? Wann haben Sie Zeit? Ach so, wir können kommen am Morgen oder heute Abend oder... Why don't you come on Monday at 5? Ja, danke, danke, Herr... Fritz Zimmer. Zimmer, danke. Ich muss dann gehen, also bis Montag. Tschüss. I just got my first appointment from Street Contact. Congratulations! How did you do it? I don't know. It just, we were standing there and it just happened. That's great. What? What? I forgot to ask for his address. Well, I forgot to ask for his address! Oh! It's gonna be all right. Funny. Yeah, kind of is. No, definitely funny. Not funny. No, really. I think it is. It's kind of it's a little bit funny. Oh, sorry. Hallo, ich heiße Schwester Taylor und ich vielleicht haben Sie heute treffen.
Guten Tag, ist Ihr Name Herr Zimmer? Hallo, ist Fritz Zimmer nach Hause? Hallo, ich bin Schwester Taylor und ich bin suchen für Herr Zimmer. Sind Sie ein bisschen groß? Nein, Ihre Haare. Entschuldigung. Auf Wiedersehen. Hallo, Herr Zimmer? Hier ist Schwester Taylor, die Missionarin. Haben wir heute in die Altstadt getroffen? Ja? Ja! Oh, ich habe vergessen zu fragen vor Ihre Adresse. Oh, okay. Oh, gut. Du, oh, danke schön. Mozartstraße Self, Montag 5 Uhr. Oh, auf Wiedersehen. Danke, danke. Danke, Herr Zimmer. I found him. Congratulations. Wow. That's you? Yeah, that was about 2 years ago, right before my dad and I got baptized. How'd you find out about the church? Sister missionaries. Yeah? Yeah. That's so cool. Now you're serving a mission. What a perfect week. I know, right? I mean, you have days like that. Just makes it all worth it. Can I tell you something? I'm not paying for my mission. My grandparents are paying for me. And they're not even members. I feel like the only way I can pay them back is to do my absolute best. I haven't been doing that. I know what you mean. When I first got baptized, I totally felt that way about Christ. I wanted to do my absolute best so I could try to pay him back. Even though I know it'll never be enough. But I guess it's okay. Gotta keep him talking for at least 10 seconds. Okay. Ja, bitte. Go. Guten Tag. Wir sind Missionarinnen der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Und wir sind in Ihrer Nachbarschaft heute. That's not bad. 6.5. Yeah. You go. Ich heiße Schwester Taylor und bin hier mit Schwester Young. Wir sind zwei Missionaren aus Amerika und wir möchten teilen eine besondere Botschaft und mit Ihnen heute. Guten Abend. Ja. Aus Amerika? Ja. Kommen Sie hoch? Oh, sweet! Es ist wirklich lieb von Ihnen, uns zu besuchen. Wenn ich gewusst hätte, dass Sie kommen, hätte ich etwas zu essen vorbereitet. Vielen Dank. Wir lieben zu besuchen, Menschen. Das ist, warum wir hier sind. Wir haben vor 2 Jahren auch Missionare aus Amerika getroffen. Das waren sehr nette Leute. Haben Sie mit ihnen über das Evangelium gesprochen? Oh ja, es war wunderbar. Mein Mann und ich bewundern alles, was Sie machen.
Wenn alle jungen Leute so nett wären wie Sie, dann hätten wir bald keine Probleme mehr auf der Welt. Machen Sie weiter so. Vielen Dank für Ihre Freundlichkeit. Wir sind heute hier, um eine besondere Botschaft über Jesus Christus mit Ihnen mitzuteilen. Das ist einfach wunderbar. Haben die Missionare Ihnen gegeben, das Buch Mormon? Bitte, was für ein Buch? Das Buch Mormon. Wer sind Sie nochmal? Ich bin Schwester Taylor und das ist Schwester Young. Und wer schickt Sie zu uns? Wir sind Missionarinnen der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Wir glauben an die Bibel. Jawohl. Wir auch. Nein, nein, nein. Nur an die Bibel. Es tut mir leid. Das ist eine Missverständnis. Wir wollten Sie nicht stören. Sie haben ja meinen Mann gehört. Wir glauben nur an die Bibel. Es ist vielleicht besser, wenn Sie jetzt gehen. On your face when you finally realized what was going on. So awkward. It's just funny because it's like, you know, one minute they love everything about us and then the next they want nothing to do with us. I know, and all just because their idea of who we are suddenly changed. Is Sister Keller still collecting rocks? Yep, she's got a whole jar. I got a few you could take if you don't mind. Really? Yeah, yeah, sure. Can I ask you something? Did you get along with Sister Keller? Not at first. I'm really scared to go back. I just have this feeling that she hates me. She's gonna kill me in my sleep. She's not gonna kill you in your sleep. I know she's not gonna kill me, but I don't get her. I don't understand why she came on a mission. When she was my companion, I wrote home to my dad complaining because I was so frustrated. Do you remember what President Hinckley's dad wrote him when he was on his mission in England? Yeah. Yeah, forget yourself and go to work. My dad wrote, forget yourself, serve your companion first, and then everyone else. And then he reminded me of the two most important commandments, to love the Lord and to love your neighbor. And then he asked me, who's your neighbor? I was so excited when I first got here. I mean, I was ready to teach every single person in this entire country. And I was so frustrated because I just felt like my companion kept holding me back and like getting in the way. Until I got my dad's letter. Because if anyone is my neighbor, it's my companion. I mean, I'm with her 24 hours a day, 7 days a week. And if I can't love her and serve her, then my whole mission is a failure. And then I'm just a big, you know, a hypocrite? Yeah. Sie sind neu hier, stimmt's? Ich hoffe,
Sie können genauso schön singen wie Schwester Young. Ich bin hier nur für eine Woche auf einen Austausch. Schwester Taylor arbeitet mit Schwester Keller in Wien. Wo Sie Glückliche da haben, sie ist aber gut. Schwester Keller hat Schwester Zahn gefunden und auf die Tafel vorbereitet. Das stimmt. Ich wurde vor genau 4 Monaten getauft. Und nur einen Monat später hat mich der Bischof zur Chorleiterin berufen. Unglaublich, nicht wahr? Sie können die Bilder der Schwester Keller mitbringen. Ich habe sie ohnehin versprochen. Schwester Keller ist ein Mensch, den man einfach gern haben muss. Sie ist so direkt, so ehrlich. Und sie weiß so viel über das Evangelium. Wir haben es sofort verstanden. Oh, das muss Schwester Springer sein. Are we really talking about the same person? I guess it just depends on how you look at him. Sister Springer's coming. She's bringing her granddaughter from America. She's doing a study abroad program here, and she's not a member, but she really likes to sing, so we're going to try to teach her the lessons. Oh, cool. Lasst uns gleich anfangen. Sie sind die neue Schwester. Hoffentlich kann sie so schön singen wie Schwester Jung. Hi, I'm Christine. Hi, I'm Sister Taylor. Hi. Passen Sie auf mein Zeichen auf, Schwester. Bitte noch einmal. Entschuldigung. Als Schwester in Zion vereint, lasst uns wirken. Es segne der Herr unser Mann, unser Fleiß aus. Schwester Taylor, Sie glauben vielleicht, dass Ihre Stimme in einem Chor dieser Größe nichts ausmacht. Aber da irren Sie sich. Jede Stimme zählt. Weiter bitte. Sein Reich wollen wir bauen mit all unseren Kräften und trösten und stärken nach seinem Geheiß. Meine Güte, Schwester Taylor, ich nehme an, Sie haben andere Talente. Zum Glück sind Sie nur eine Woche hier. Zweite Strophe, bitte. Wir folgen dem Heiland mit willigen Herzen. In Liebe und Demut ging er uns voran. Wo immer wir stehen, wir können ihm dienen und helfen und lieben, wie er es getan. Thank you.
and no one can assist in this work except she shall be humble and full of love, having faith, hope, and charity, being temperate in all things whatsoever shall be entrusted to her care. Would you mind giving that to Sister Keller for me? Oh, no problem. I'm sure she'll be excited. Wait, oh. One more. There you go. You'll be fine. Just remember there's two names on your name tag. Thank you for everything. I'm really gonna miss you. I'm gonna miss you too. You're a great missionary, Sister Taylor. Thank you. I just hope I get to work with you again someday. I really like Christine. I think you should teach her the lessons. And I hope everything goes well with Fritz and his family. Charity is the pure love of Christ. To truly love someone means to see them through the eyes of the Savior. I created this picture of Sister Keller without knowing anything about her. I don't know why she decided to become a member of the church, why she is on a mission right now, or how Christ has touched her life. But I know that the Lord knows, and that he wants me to know as well. Schwester Young sagte hello. Sie hatte mir gefragt, Ihnen das zu bringen. Die Fotos sind von Schwester Zahn. Sie spricht ganz offen über sie. Danke. It came to me that I hadn't seen Sister Keller receive a single letter while I was with her. How could I have missed that? Once I started to look at her with love and respect, Sister Keller turned into a different person. I found out that when she joined the church, her family broke off all contact with her. And although Sister Keller did many things differently, she was able to touch people's lives with her unique testimony. As for me, I only spoke German for the rest of my time with Sister Keller, and it really did improve quite a bit. I never really understood why Sister Keller collected rocks, but I learned what makes a rock collectible, because even though they all seem to look the same, it's the fine nuances that count. Wir danken dir für den heutigen Tag. Und dafür, dass wir hier in Wien gemeinsam den Menschen dienen dürfen. Im Namen Jesu Christi. Amen. Amen. I accepted her slower pace and tried my best to follow her lead. And that made all the difference.
Whenever I return to the old Jewish cemetery, I am reminded of the woman who answered my prayer. It was then that the Lord took me on a journey to really understand the power of the atonement, not just for myself, but for those I struggle with as well. Darauf wird der König ihnen antworten, Amen. Ich sage euch, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. I looked at her and finally understood. It is through the least of these that we can come closest to the Savior. And Sister Keller was one of the least of these for me. Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, hier spricht Schwester Keller. Hallo, Elder Johnson. Okay. Really? No, no, I'm sure she liked that. Thank you. Bye. Was hat er gesagt? Transfer. You're going to Salzburg. Salzburg? Really? I mean, Berklick? To work with Sister Young. No way! That's so cool. I mean, ich meine, ich wünsch, ich konnte ein bisschen länger bleiben. Jetzt, wo wir uns so gut verstehen und alles. Sie wissen, was ich meine. It's all right. I know you're excited. I would be too. Vielen Dank. Ich bin ein besserer Mensch wegen Ihnen. Und meine Deutsch ist auch besser. How have things been, you know, without me? Well, it was rough, but I managed. Yeah? Yeah. How is Fritz and his family? They're good, they're good. They're still golden. We met with them a couple of times. Yeah? And on our view arrival, we'll be meeting them again this evening. That's awesome. What about Christine? Well, we finally asked her to listen to the lessons. And we met with her a couple of times, but then she got really busy. Aww. But in honor of your arrival, we'll be meeting with her this afternoon. No, I kind of like this whole honored arrival thing. There's 6 billion people on this earth today. How can God communicate with all of them? Why would he care about me? Well, that's what's so amazing about the gospel. The Lord speaks to each of his children in a very personal manner through the Holy Ghost. That's how we know that he cares and loves us even when life's difficult. That's right. See, we'll share with you what we know and then invite you to ask God through prayer if these things are true. And you'll know in your heart if they are. It's really just between you and the Lord. Okay. Können Sie uns erklären, wie Ihre Beziehung zu Gott aussieht? Well, Gott ist unser himmlischer Vater. Wir sind seine Kinder. Das macht uns alle Brüder und Schwestern. Das ist, warum wir zueinander in der Kirche Brüder und Schwester sagen. Können wir sie Brüderzimmer und Schwesterzimmer nennen? Ja, sicher. Aber was bedeutet das eigentlich für Sie, ein Kind Gottes zu sein? Wir glauben, dass durch Jesus Christus wir können zurückkehren zu unserem himmlischen Vater und für immer mit ihm zu leben. Als seine Kinder
Er möchte, dass wir so werden wie ihm. Darum sind wir hier. Wir können lernen und wachsen unter seiner liebenden Führung. Mhm. Ja, das ist unserem Glauben eigentlich sehr ähnlich. Bruder und Schwester Zimmer, werden Sie das Buch Mormon lesen und darüber beten, ob das Buch Mormon das Wort Gottes und ein weiteres Wege von Jesus Christus ist? Ja. Ja. Werden Sie mehr Glauben an Jesus Christus entwickeln, indem Sie mehr über sein Evangelium lernen? Dürfen wir einen Termin für unseren nächsten Besuch ausmachen? Ja. Werden Sie beten, um herauszufinden, ob Joseph Smith ein Prophet war? Mhm. Werden Sie diesen Sonntag mit uns hier gekommen? Ja. Ja? Wow, what a month! I haven't taught this much my entire mission. And we already have like 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 appointments next week. That's like South America. What? It's from the office. What does it say? It's from President Smith. Dear Sister Young and Sister Taylor, I wanted to personally congratulate you for teaching 11 discussions last week. I know that this is the result of hard work and dedication. I send you my love and my prayers, and thank you for showing all of us in this mission that it can be done. Sincerely, President Smith. Wow, how nice is that? I want to get one of those every week. Me too. Haben Sie in das Buch Mormon gelesen? Ja, also ich habe einiges jetzt gelesen darinnen und ich finde, es ist sehr inspirierend und es beinhaltet auch viel Wahrheit. Also danke, dass Sie das mit uns geteilt haben, das Buch. Joseph Smith ist einfach ein faszinierender Charakter, der auch vieles durchgemacht hat. Ja. Glauben Sie, dass er ein Prophet Gottes war? Ganz bestimmt. Ich meine, er war noch sehr jung, als er das Buch Mormon geschrieben hat. Er ist zweifelsohne eine erleuchtete Person. Brüder und Schwester Zimmer, mit dem Wissen, das Sie haben über das Buch Mormon und Joseph Smith, werden Sie dem Beispiel Jesu Christi folgen und sich in seine Kirche taufen lassen. Vielen Dank für Ihre Einladung, aber wir haben unseren eigenen Glauben. Ja. Ich verstehe das nicht. Sie haben gesagt, dass Sie wissen, dass das Buch Mormon ist wahr und Joseph Smith war ein Prophet. Ja, aber Gott spricht durch viele Menschen und offenbart Wahrheiten durch sie. Jeder kann ein Prophet sein, der im Herzen offen ist. Mhm. Und es gibt viele Bücher, die das Wort Gottes beinhalten.
Und wir sind auch sehr interessiert an ihrer Religion und auch an der Hingabe und dem Engagement, das sie haben für ihren Glauben. Ja, und sie sind natürlich jederzeit willkommen in unserem Zuhause. Mhm. They love the Book of Mormon. They believe Joseph Smith is a prophet. They totally know it's true, and they're still not interested. I mean, what can you say to that? It totally threw me off. This has been a really bad week. I really hope Christine's home. Me too. Totally forgot you were coming. I'm so glad that you're home. We've been looking forward to seeing you all week. Yeah, well, did you want to come in, or would maybe another time be better? Yeah, maybe we could just... Yeah, we'd love to come in. Okay. Well, okay. Come on in. This is Michael. He's a friend of mine. I hope he didn't come at a bad time. No, you're fine. Did you have a chance to read the scriptures we suggested? You know, I didn't have a chance. I'm sorry. I got busy. How about next week? Think maybe you could read it by then? I'm going to Prague next week. Maybe in a couple weeks when I get back. It'd be better. Get baptized? Or Christine? I mean, what was the whole point of meeting them if they were just gonna end up how they were before? Why do they feel the spirit and are afraid of the truth? No one cares to talk to us anymore. What are we doing wrong? Did I ever tell you that I love rainy weather? Hello? Who? Oh!
good? Yeah, yeah. Everything's good. Really? What did you say her name was? Really? All right. Okay. Got it. Okay, thanks, President. Wants to talk to you. Hello, President Smith. Yeah, we're good. Yeah. Yeah, okay. Really? Of course. No, no, that sounds wonderful. Thank you, President. Bye. You're being transferred to Graz. And you are having a baptism at Graz. That's what he said, but I don't know her. Her name's Sister Jaeger, and I guess she wants me there, but she must mistake me for someone else. I don't think so. I've been praying for this little girl ever since I met her. Schwester Taylor, ich bin so froh, dass Sie kommen konnten. Sie haben mich mit einer solchen Intensität gefragt, ob ich mich taufen lassen will, dass ich einfach nicht aufhörte, darüber nachzudenken. Ich konnte nicht mehr schlafen, nicht essen. Und dann habe ich angefangen, im Buch Mormon zu lesen. Es hat mich zutiefst berührt. Da wusste ich, dass ich mich taufen lassen will. Das alles verdanke ich Ihnen, Schwester Taylor. Im Namen Jesu Christi. Amen. Danke, Elder Wooden. Wir hören nun ein Zeugnis von Schwester Taylor. Der Herr wirklich gebetet auf eigenartige Weise. Ich habe oft mich gefragt, warum ich war berufen in der Rusted Mission zu dienen. Meine ganze Mission, ich habe versucht, so schwer eine gute Missionarin zu sein. Und so oft, ich habe gefühlt, wie eine Versager. Und heute der Herr hat mich gesagt, dass ich nicht alles muss allein machen, dass es ich nicht in meine Hände, sondern in seine Hände die Herzen seiner Kinder zu verändern. Und dass ich muss haben Vertrauen zu meinem himmlischen Vater in alles, was ich tue. Ich bin so dankbar für Sie, Schwester Jaeger. Der Herr hat Ihre Herz berührt durch mir, ohne dass ich es gewusst habe. Ich bin so glücklich, Ihr zu sein können vor Ihrer Taufe. Ich weiß, dass der Herr Sie liebt und für Sie sorgt. Bleiben Sie nahe bei ihm und vertrauen Sie in ihn und alles, was Sie tun. Im Namen Jesu Christi. Amen. Thank you.
After Sister Jaeger's baptism in Graz, I returned to Salzburg with my new companion, Sister Candace. I'm her first companion, so I'm trying my best to be a good trainer. It slowly dawns on me that the end of my mission is coming closer, and that my last Christmas in Austria is quickly approaching. And remember, no leftovers. Guten Appetit. Lassen Sie sich schmecken. Was ist das? Oh, it's Sulsa. It's a mixture of calf's feet and pig snout and gelatin. It's good. Don't worry. You don't have to eat it if you don't want to. I'll cover for you. No way, sister. Trust me, I can handle it. The leftovers, remember? Schmeckt? Oh ja. Sehr schön. Sie scheinen ein besserer Esser zu sein als Sister Taylor. Können Sie auch singen? Oh ja, ich liebe zu singen. Wunderbar, wunderbar. I am so impressed that you ate all that food. Well, I really liked it. What's that for? Oh, it's nothing. Can you hear that too? Yeah. How quickly 18 months can go by. From Salzburg back to Vienna, and from there back to the United States. Just like that. And now that I'm back at BYU, I miss so many things from my mission. The people, the culture, and even the food. I still sometimes pray for little Sonia and hope her life will be blessed. Whenever I think of her, I am reminded that the Lord really wants me to trust in Him. He knows His children. And He will provide for them. My mission has taught me many things. Above all, I know that my Redeemer lives. And since my time with Sister Keller, I have a new favorite scripture. O Lord, I will praise Thee forever. Yea, my soul will rejoice in Thee, my God,
and the rock of my salvation.